Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 28. September 2023, und unser DAX hat hier zum Mittwoch mal einen Daumen nach oben gezeigt. Wir hatten gestern gesagt, wenn er über die 260 ansteigt, dass ich ihm unten raus zwar durchaus noch Platz gebe, aber schon eine Erholung einplanen würde, wenn er hier oben an der 260 rumstängert, sich drüber stellt, dass er dann hier vielleicht mal Richtung 360, vielleicht sogar Richtung 430 aufzieht, nach oben anzutreten. Man muss sagen, das hat er nicht getan. War auch dolle Mau dann. Wir haben dann auch unsere Elisa, die wollte sogar long. Die hat gesagt, hey, Long-Signal. Haben wir auch weggesperrt, weil ich dann gesagt habe, nee, so richtig ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder so, wie er hätte steigen sollen für eine bullische Variante. Haben deswegen unseren Long weggeklemmt, war auch ganz gut, der wäre sonst ausgestoppt worden. Ja, und dann hat er hier unten nochmal ein Tief gesetzt in unsere 150, 120. Von dem haben wir ja auch schon ganz oft erzählt, 135, damit dürfte er genau die K.O.-Scheine erwischt haben, die in den YouTube-Kommentaren immer unten drunter hängen. Da wird auch zig Kohle drinne gehabt haben. 6 Monate, muss man sich mal überlegen. Ja, 6 Monate waren die jetzt unangetastet. Das heißt, jeder, der da irgendwo jetzt hier die letzten 6 Monate Long reingeknallt hatte und immer wieder nachgekauft hat, und sich an den Schein orientiert hat, ist letztendlich egal gewesen, welche man nimmt, aber wer sich an den orientiert hat, der ist dann hier definitiv jetzt beräumt worden. Da hat man relativ präzise unten den Stop-Loss erwischt. Und, ja, unser DAX hat heute Bemühungen gezeigt, hier wieder Stabilisierung reinzukriegen. Also das war auf jeden Fall der erste Tag seit vielen Tagen, wo wir wirklich mal sagen müssen, hier waren mehrere Chancen, ja, oder was heißt mehrere Chancen, mehrere Versuche nach oben wieder mal ein bisschen was zu zeigen. Und unten raus ist ihm das aber auch nicht gelungen. Na? Wobei, was heißt gelungen? Jetzt, gut, kann man so nicht sagen. Wir hatten in unserem Update geschrieben, wenn er unter 207 fällt oder 200 fällt, dann wird er 150, 135 oder 150, 120 anlaufen. Das hat er eigentlich komplett bedingt getan, aber er hat von der Strecke halt unten überhaupt nichts geschafft. Ne? Das ist sogar wahrscheinlich eine grüne Tageskerze, das ist es nicht geworden, aber das geht schon Richtung Hammer hier jetzt halt. Ne? Also wird ein interessanter Donnerstag. Das wird wirklich ein interessanter Donnerstag, weil das sind Bemühungen, hier ein bisschen hochzukommen. Also ich würde jetzt tatsächlich hingehen und würde sagen, gut, den da oben, den brauchen wir eh nicht mehr. Können wir den hier hernehmen? Kommt der hier hoch? Kriegt der einen Popo hoch zum Donnerstag? Kriegt sich hier mal schön über 300 etabliert, 280 über etabliert? Könnt der locker 430 erreichen? Ich würde aber jederzeit aufpassen, sobald rote Stundenkerzen kommen, rote Stundenkerzen kommen, sofort vorsichtig werden. Egal wo er zwischendurch steht, wir kennen Donnerstage, die können gerne mal auf der Unterseite überraschen, die können auch gerne auf der Oberseite überraschen, Übertreibung auslösen, ja. Übertreibung hätten wir hier, Potenziale, 4 bis 5-stündige Übertreibung nach oben, wenn er 2,80 per Stundenschuss überboten kriegt, aber wie gesagt, ne, wir haben einen langen Abwärtstrend im Nacken. Ah, das dauert in der Regel auch ein bisschen, bis er dann wieder anfängt, richtig bullische Signale anzunehmen. Es ist dann eher ein Fehlsignal nach dem anderen, bevor dann irgendwann mal hinten raus aus irgendeiner krüppeligen Nummer dann doch ein Aufwärtstrend wieder wird. Da ist unser DAX ja eher nicht so der ja, Spring ins Feld hier. Das dauert immer alles ein bisschen länger. Und von daher würde ich, wie gesagt, auf die roten Stundenkerzen aufpassen, sollte welche kommen. Würde mich nämlich nicht überraschen, wenn wir unten nochmal drunter hauen. Ja, auch insbesondere diese Kombination K.O.s hier unten wegreißen, 15.135, genau, unsere K.O.-Scheine weggedrückt, dann so hochreißen. Da sitzen natürlich alle da, dynamisch hoch. Boah, gerade unten ausgestoppt aus meinem Long. Oh, ich war da vollkommen in der richtigen Richtung unterwegs, obwohl man ja eigentlich 1000 Punkte vielleicht sogar schon gegen sich hatte oder wenigstens 500. Wir sagen auch immer, das sind die Scheine für Aufwärtsstrecken. Ja, das heißt, wir gehen auch davon aus, wenn der DAX tiefere Tiefs und tiefere Hochs liefert, dass dann keiner die Scheine für Aufwärtsstrecken handelt. Und wenn, dann gehört immer ein K.O. unter die jeweilige Marke dann drunter. Und beziehungsweise nicht der K.O., sondern der Stop-Loss, dass man einen Schein eben nicht bis zum K.O. aussetzt, sondern irgendwann im K.O.-Punkt genau da weggeräumt wird. Aber das kennt ihr alle, ja. Auch wenn es schon wieder eine Weile her ist, dass wir uns über solche Themen unterhalten mussten, weil wie gesagt, 6 Monate lang keine unserer Scheine beräumt worden. Aber trotzdem, Stop-Loss, das muss jeder kennen. Risikomanagement, das darf nicht neu sein. Das darf man nicht das erste Mal bei mir hören, sonst hat man mit Echtgeld wirklich noch nichts zu tun. Dann sollte man da dringend was nachholen. Also, Fakt ist, geht unser DAX hier drüber. Wie gesagt, hatte Chancen bis 4,30 hoch, das würde ich schon sagen. Aber ich würde auf die rote Stundenkerze aufpassen. Kommt die, kann er unten sich richtig durchladen und im Grunde. Der kann selbst 15, 16, der kann selbst 15.000 erreichen. Also auch auf Tagesebene.
Die Ziele, die unten, die sind weiter noch gültig. Wir haben auch immer noch das offene Gap bei 16,120. Ihr seht aber jetzt, der war da schon sehr präzise dran. Ich gucke mal kurz, ob es überhaupt 16,120 war. Close war 16,129. Also das Gap ist noch ein bisschen offen. Ein paar kleine Punkte auch, wenn er sich sehr schön reingestellt hat in die Gap-Zone, die uns die Seminarteilnehmer hier vom Online-Seminar reingestellt haben. Und wie gesagt, wir sehen ja auch einen Hammer im Tageschart. Also ich würde auf jeden Fall oberhalb des Hammers jetzt hier, oberhalb von 300, ein bisschen einen Kopf runternehmen. Würde ich mich auf Kurserholung einstellen. Im Zweifel könnten die sogar bis 460 gehen. Ja, also ich glaube 3, na die Gaps hier, ja. Na, 4,30, 4,60. Ich denke, das wird die primäre Erholungszone. Doch, das Gap ist ja oben bei 4,30. Also 4,30, 4,60 ist die primäre Erholungszone. 300 als signalgebender Bereich. Dort wichtig, sollte uns aber runterkippen, sollte ganz über den Hammer rüberlaufen. Wie gesagt, das ist ja auch noch ein Tacken Platz unten. Gut und gerne 14,89. 14,120 haben wir noch. 14, 15, Entschuldigung, 15,60. 15,120 und 14,89. Jetzt muss ich wieder aufpassen mit den 1000er-Umbrüchen. Das ist immer so meine Probleme. Das kriege ich auch nicht mehr in den Griff. Das habe ich schon seit 10 Jahren. Das kriegt keiner mehr geheilt. Da könnt ihr mir sagen, wie oft ihr wollt, dass ich das verkehrt mache. Das ist einfach so schon drin. Das kriege ich nicht mehr weg. Das ist irgendwie wie so eine krüppelige Zehe. Die hast du dann irgendwann oder hast du nicht. Ich habe jetzt auch eine nach meinem OP. Die wird wohl nicht mehr. Gut, Freunde, ich mache hier zu. Wünsche euch viel Erfolg am Donnerstag. Passt ein bisschen auf. Und wie gesagt, unten grüne Stundenkerzen in den Bereichen unter den Tiefs auch aufpassen. Ja, kann gut zurückziehen. Also insbesondere auch unter 1,35. Muss nicht zwangsweise von 15.000 sein. Wird aber dort ganz gut passen. Also so eine schöne Psychomarke nochmal anschlagen. Mal kurz ein bisschen drunter stechen. Die Leute verunsichern. Grüne Stundenkerze hinnageln und dann nach oben raus. Das würde eigentlich gut auch reinpassen. Jetzt hat er schon mal einen Hammer ein bisschen vorgefühlt. Hat schon mal die ersten Käufe mutig gemacht. Und man muss ja sagen, er fällt nicht richtig. Das haben wir gestern schon gesagt. Jetzt nur einen Tag noch hinterher. Also da Stress ist das nicht. Panik, Abverkäufe sind das auch nicht. Das wirkt schon relativ kontrolliert hier noch. Wenn er da jetzt die nächste Tageskerze auch wieder unten gut ausgebadet kriegt, dann kann das schon relativ zeitnah wieder in Kurserholung umsetzen. Oder er knallt halt jetzt mal richtig unten durch. Hebelt mal die ganzen Bereiche auf. Geht hier richtig per Tagesschluss unter 14.900 oder sowas. Dann ist aber Polen offen morgen. Also dann. Dann kriegt er Tempo drauf. Dann macht er Abwärtsgap und zieht lange Strecke. Dann kann man sich ein bisschen warm anziehen. Aber wie gesagt, noch ist da keine Panik drin. Also da ist überhaupt kein Stress drin, auch in der Bewegung. Sollte man auch Ruhe bewahren, wenn man dann an Position drin ist. Und ja, Punkt. Ende aus. Ich wünsche euch Spaß. Mach ihr aus. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.